Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 360 mittlerweile schon. Ein bisschen später als eigentlich angepeilt, aber morgen wird es wohl noch später, denn ich bin morgen Abend noch auf der MEX. Das ist mal wieder eine Anime- und Manga-Convention und bin dadurch erst relativ spät zu Hause. Also stellt euch mal so auf Mitternacht ein. Ich versuche es eher zu schaffen, aber ich kann es euch nicht versprechen. Wir wollen jetzt aber direkt loslegen, denn ich habe tatsächlich brandheiße Themen, die ich mit euch besprechen will. Das erste habe ich heute live gesehen. Also das habe ich nicht aus der Presse entnommen. Gut, da habe ich später nochmal nachgelesen. Aber das ist mir im wahrsten Sinne des Wortes so vor die Füße gefallen. Denn als ich heute zur Uni gelaufen bin, zu meinem Nachmittagskurs, musste ich mal zur Friedrichstraße, das ist unser Hauptgebäude, und bin da an einer Außenstelle der Uni vorbeigekommen und habe da schon gesehen von Weitem, okay, da ist irgendwie alles voller Polizei. Was ist denn da los? Mannschaftswagen, Polizisten, die überall versammelt standen. Bin dann noch ein bisschen näher ran, weil ich da eh abbiegen musste und habe gesehen, da ist so eine Traube von 40, 50 Leuten geschätzt. Die Presse sprach von 60 im Nachgang, dazu gleich mehr. Die da irgendwie in dem Seminarraum, vor dem Seminarraum, der geht so nach außen, ist da so ein Eingang, da irgendwie rumstehen. Hatte wohl auch einer ein Megafon oder so, war für mich jetzt nicht ersichtlich, was der da erzählt hat oder nicht verständlich. Ich war jetzt da nicht ganz so nah dran, weil sich natürlich auch Zuschauer drumherum gedrängt haben, um zu schauen, was da los ist. Mir ist nur aufgefallen, dass die Fenster verklebt waren von dem Seminarraum. Das war gestern jetzt noch nicht so. Das habe ich heute Morgen schon gesehen, habe mir nichts weiter dabei gedacht. Der Raum wird ja auch mal für irgendwelche Events verwendet. Und später sind wohl noch Wände beschmiert worden. Das habe ich dann selber nicht mehr gesehen, zum Glück. Und auf dem Rückweg, als ich dann so ein bisschen genauer geschaut habe, was stehen die denn da rum, da waren es dann schon weniger. Da war dann auch, na, Polizei war nach wie vor viel da. Aber da ist mir dann aufgefallen, hey, die demonstrieren hier gegen die Türkei, beziehungsweise gegen Erdogans Vorgehen in der Türkei. Gegen die Invasion in Nordsyrien. Haben wir auch schon drüber geredet. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, was da abgeht. Ist es absolut zu verurteilen? Na klar. Ich finde es aber irgendwie lächerlich, wenn sich Studentinnen, Aktivistinnen, wie unsere Presse dann später drüber berichtet hat, wenn man wieder das Recht herausnehmen, einen Seminarraum zu besetzen. Denn das war keine angemeldete Veranstaltung. Das war eine Okkupierung dieses Raumes. Ging wohl auch wieder mit diversen Nötigungen einher, denn der ein oder andere wollte wohl tatsächlich Unterricht abhalten oder am Unterricht teilnehmen. Das war aber jetzt nicht genauer thematisiert, das ist jetzt so ein bisschen ins Blaue hinein, kann ich nicht bestätigen. Und die Kernforderungen sind absolut göttlich fast schon, es ist echt lustig. Und ja, das Thema ist ernst, ich bin auch gegen diese Invasion von Erdogan, ich kann Erdogan auf den Tod nicht ausstehen, das wisst ihr. Aber ich halte noch viel weniger oder ich halte genauso wenig davon, wenn irgendwelche Pseudomoralapostel der Meinung sind, sich da irgendwie das Recht herausnehmen zu können, da irgendwelche Räume zu besetzen, weil ihnen das gerade in den Kram passt. Weil sie nicht genug Arsch in der Hose haben, nach Ankara zu fliegen, da vielleicht das Parlament zu besetzen, wenn sie an Erdogan adressiert irgendwas kundtun wollen. Nein, das macht man natürlich im sicheren, wohlbehüteten Deutschland, wo man mit politischen Aktivisten, solange sie nicht rechts sind, natürlich kuschelt ohne Ende. Und passiert sowieso nichts außer ein erhobener Zeigefinger. Okay, es wurden wohl Strafanzeigen aufgenommen. Die Unileitung hat wohl auf Hausfriedensbruch verklagen wollen oder will auf Hausfriedensbruch verklagen. Mal schauen, ob da irgendwas bei rauskommt. Aber auch erst nach einigem Hin und Her hieß es dann, sie räumen jetzt den Saal. Bis dahin wurde das geduldet. Und man kennt das ja, wenn irgendwelche Linken oder Grünen oder so da Straßenkreuzungen blockieren, da passiert hierzulande in der Regel nichts. Im Gegenteil, einige Leute klatschen da sogar noch. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es irgendwie mit meinem erhobenen Zeigefinger nach Hause geht. Juna, hör auf! Klar, es gibt ab und an mal irgendwie fast schon, böse gesagt, Pseudo-Anzeigen, die aufgenommen werden. Aber ganz ehrlich, was kommt denn da bei so einer Verhandlung bei raus? Wenn es denn überhaupt eine Verhandlung gibt, sollte jedem auffallen, dass das mit den Verhältnissen der Türkei nicht vergleichbar ist. Denn in der Türkei wäre es wohl eher so, dass diese Aktivisten, ne, innerhalb weniger, Minuten, aus dem Parlament entfernt worden wären, wahrscheinlich direkt in den Knast gesperrt wären und man die nächsten Monate vermutlich nicht mehr ganz so viel von ihnen gehört hätte. Dass man sich da dann nicht hintraut, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Aber es ist einfach so dermaßen lächerlich, so zu tun, als würde man von hier aus Berlin, aus dem Seminarraum der Humboldt-Uni mit seiner Scheißbesetzung da weltpolitisch irgendwas bewegen können. Es ist lächerlich, es ist absurd, es ist reines Selbstdarstellen von wegen, ach, ich würde ja gerne in der und der Stiftung arbeiten oder das und das Mandat für die und die Partei haben. Vielleicht kommt es ja ganz gut, wenn ich da ein bisschen aktivistisch auffalle. So kommt mir das vor. Ihr könnt das gern anders sehen, aber das ist exakt das, was ich regelmäßig beobachte. Und genau deshalb, ja, konnte ich das nicht unbedingt so ernst nehmen, muss ich ehrlich gestehen. Aber es wird noch viel witziger, wie gesagt, das eigentlich Spannende sind ja deren Forderungen. Denn die sind nicht nur der Meinung, dass ja, das Auftreten der Bundesregierung heuchlerisch ist. Sie verurteilen zwar die Invasion, aber sie machen ja eigentlich gar nichts. Liebe Freunde, nochmal,
Die Türkei ist irgendwo ein souveräner Staat, ist ein NATO-Partner. Was zur Hölle erwartet ihr? Dass wir dort jetzt einmarschieren und Erdogan da irgendwie mit der Mistgabe raustreiben? Womit denn? Mit unserer Bundeswehr, die ihr gern abschaffen wollt, ja offensichtlich nicht. Also praktikabel ja schon mal gar keine Ideen von eurer Seite und alles andere ist reiner Populismus. Denn ja, das ist möglicherweise völkerrechtswidrig, was Erdogan da macht. Und ja, das gehört verurteilt. Aber nein, verdammt nochmal, wir können nicht einen anderen Staat überfallen, nur weil uns deren Politik nicht passt. Hätte man vielleicht mal lernen sollen in der Schule bzw. in der Uni, wenn man denn eingeschrieben ist. Aber das ist ja auch wieder die große Frage, ob das nun Angehörige der Uni waren oder irgendwelche fremden Aktivisten. Wahrscheinlich ein Mix aus beidem. Weiterhin wurde von der HU gefordert, und das ist jetzt eigentlich der springende Punkt des Ganzen, weshalb ich mit euch darüber reden will, dass die Uni doch bitte sofort jegliche Beziehung zu türkischen Partneruniversitäten abbrechen soll. Liebe Leute, in was für einer Clownwelt lebt ihr denn? An der Uni ist normalerweise der Fokus auf der Wissenschaft. Da arbeitet man international zusammen in wissenschaftlichen Fragen. Da gibt es ja nun ganz, ganz viele Gebiete, wo das unerlässlich ist, wenn man da nicht einfach so in seinem stillen Kämmerlein vor sich hinforschen kann, wenn man auf Mithilfe von anderen angewiesen ist, weil dort entsprechend Spezialisten sitzen. Aber das kam dort anscheinend noch nicht an. Die sind, wie es aussieht, der Meinung, dass irgendwie Unis so ja, zur Politik eines Landes gehören. Sicher, die Universitätsleitung mag entsprechend politisch verortet sein, das will ich nicht ausschließen. Aber da geht es ums wissenschaftliche Arbeiten. Da geht es nicht darum, irgendwelche Kindergartenpolitik zu machen. Da geht es darum, Dinge zu erforschen im besten Fall. Da geht es darum, neue Erkenntnisse in vielleicht sogar für die gesamte Menschheit relevanten Themengebieten zu erlangen. Da geht es nicht darum, irgendwie wütend zu sein, dass der eine Politiker gerade was Böses macht und der andere eben nicht. Also das ist dieses Kleingeistige, dieses Kindische von wegen, die sind doof, wir dürfen jetzt da nicht mehr erforschen. Verzeihung, so funktioniert das nicht. Gegen Erdogan protestieren jederzeit. Ja, vielleicht solltet ihr das nicht in einer Uni machen, die mit Erdogan eigentlich nicht ganz so viel zu schaffen hat, sondern in ihm nahestehenden Vereinen. Wie wäre es denn mit dieser Milli Görüş oder wie die heißen? Die sind da bestimmt begeistert, wenn ihr da mal was besetzt. Oder gibt es noch diverse andere, teilweise islamistische Vereine, teilweise doch sehr politisch angehauchte, teilweise Erdogan unterstehen oder von seiner Partei finanzierte Vereine und Vereinigungen in Deutschland. Da wäre dieser Protest wahrscheinlich sinnvoller. Aber auch da hat man bestimmt oder meiner Meinung nach wieder Angst, dass man sich da selber ein bisschen in die Nesseln setzt und dass es da nicht ganz so kuschelig abläuft wie in einer Uni, die, naja, nicht unbedingt wirklich durchgreifen kann, wenn es zu solchen Sachen kommt. Das hatte man ja schon häufiger mal. Also die HU ist nicht unbedingt ganz vorne mit dabei, den Rechtsstaat durchzusetzen, will ich jetzt mal ganz, ganz böse sagen. Also man hat es ja auch wochenlang geduldet, dass Universitätsräume besetzt waren, weil die lieben Aktivistinnen einen als Stasi-Mitarbeiter identifizierten Professor unbedingt weiterbehalten wollten. Das ist natürlich geil, jemand, der zu DDR-Zeiten seine eigenen Freunde verpfiffen hat, seine eigenen Kommilitonen verpfiffen hat. Der ist natürlich jemand, der muss unbedingt lehren. Aber ein Professor wie Bernd Lucke, der einfach nur wirtschaftlich gesehen eine falsche Meinung vertritt, der nicht sozialistisch, nicht kommunistisch eingestellt ist, den muss man natürlich sofort, da muss man jegliche Veranstaltung unterbinden, der darf nicht öffentlich reden. Aber ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter mit entsprechender SED-Vergangenheit, kein Ding. Ja, Doppelmoral, ahoi. Klar, die Uni hat das jetzt natürlich nicht von ihrer Seite. Das mit Herrn Luck und so kann ich jetzt nicht auf die Uni beziehen, die haben damit nichts zu tun, logisch. Aber es geht mir jetzt eher um die Aktivistinnen und Studenten, die geduldet werden, deren Aktionen. Und die Besetzung der zahlreichen Räume vor etwa 2 Jahren muss das gewesen sein. Da sind meines Wissens nach keine direkten Konsequenzen erfolgt. Ihr könnt mich gern korrigieren, aber das soll es zu dem Thema auch schon gewesen sein. Wobei ich noch was anderes aus der Türkei habe, was ziemlich auch wieder lustig ist, wenn man es ein bisschen mit schwarzem Humor oder generell nicht ganz so ernst betrachtet. Denn in der Türkei, in einer Millionenstadt in der Nähe von Istanbul war das, glaube ich, bin mir da nicht ganz so sicher, wurden interessante oder eigentlich ziemlich krasse Plakate gesichtet. Das ist eigentlich eine ernste Thematik, aber man kann drüber lachen, ich sage euch gleich wieso. Die relativ schnell wieder weg waren, denn sie hatten Koransuren abgedruckt, die beispielsweise besagten, freundet euch nicht mit Christen und Juden an, denn das sind keine Freunde, sondern Feinde. Stand da drauf, Sure 17 oder so. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ich bin da kein Fachmann auf dem Gebiet. Es gab eine riesige öffentliche Empörung, ganz zu Recht. Es wurde diversen Politikern dann auch vorgeworfen oder sie wurden gefragt, wie es denn sein kann. Was kann denn so eine Kampagne dort öffentlich hängen? Was soll das denn aussagen? Also das Bild muss man dazu noch gesehen haben, denn das zeigt einen
christliches Kreuz und ich glaube einen Davidstern, wo Blut runterläuft. Passt natürlich wunderbar dazu, bloß nicht anfreunden, das sind Feinde und so. Weiß man ja ganz klar, worauf das hinauslaufen soll. Und die Begründungen waren grandios, denn man hat das ja alles nur falsch verstanden. Kennt man ja schon von diversen, aus diversen politischen Richtungen, Religion des Friedens und so. Ist ja alles nur falsch verstanden. Denn die Plakate waren ganz anders gemeint. Sie dienen vielmehr der Völkerverständigung und der gegenseitigen Freundschaft oder so. Sie sollen gläubige Menschen anleiten, sich zu verständigen. Sie sollen den Diskurs anregen. Okay, es soll den Diskurs anregen oder soll die Völkerverständigung, die internationale Freundschaft oder was auch immer, wie man das nennen möchte, stärken, indem man Plakate aushängt mit "Freundet euch nicht mit denen und denen an"? Okay, ja, dann habe ich das offensichtlich falsch verstanden und alle anderen Leute, die dieses Plakat gesehen haben, auch, denn die Botschaft ist eindeutig. Die Botschaft ist, wir als heilige Gläubige, was weiß ich, der einzig wahre Gott, wir können uns doch nicht auf dieses Niveau der Ungläubigen, was weiß ich, nicht herablassen. Das war das, was diese Plakate vermittelt haben. Und da kann man sich jetzt natürlich herausreden, von wegen, so war das ja nicht gemeint. Doch, genau so war es gemeint. Peinlich ist natürlich, dass nun tatsächlich Koransuren darauf gedruckt waren, die exakt diesen Inhalt besitzen. Von wegen, freundet euch mit denen und denen nicht an, das sind eure Feinde und so. Gibt wohl auch noch irgendwelche Suren, wo drin steht, bekämpft sie. Kann ich jetzt auch nicht selber verifizieren, müsste ich nachlesen. Ich habe so ein Ding hier rumliegen. Aber alleine, dass das öffentlich auch noch verteidigt werden soll, von wegen, alle haben das nur falsch verstanden, das ist so dermaßen absurd und lächerlich, das meinte ich mit, man kann eigentlich nur drüber lachen, wenn man da jetzt, ja, es ist ernst, es ist verdammt traurig, es ist Antisemitismus in Reinform, es ist Rassismus in Reinform fast schon, wenn man religiöse Strömungen damit reinziehen will. Ich persönlich bin da kein Fan von, denn eine Ethnie ist jetzt nicht unbedingt eine religiöse Zugehörigkeit, da gibt es durchaus noch Unterschiede, aber von linker Seite wird das ja regelmäßig gemacht. Sind ja alle Rassisten, die irgendwelche Religionen kritisieren. Also kann ich das jetzt auch mal freier interpretieren und das auch darauf beziehen. Und wenn man das so auslegt, wow, ich weiß nicht, ob das eine mittlerweile gültige wissenschaftliche Interpretation ist, dann könnte man ganz knallhart sagen, auf den Plakaten wurde Antisemitismus propagiert, aber nicht nur das. Es wurde vor allem auch Rassismus propagiert. Jetzt habe ich's. Dass die Plakate schnell wieder verschwunden sind, macht es nicht besser, denn offensichtlich gab es auch einiges an Zuspruch. Es gab auch die ein oder andere positive Reaktion auf diesen Blödsinn, will ich es mal nennen. Und das zeigt irgendwie auch mit, was für Leuten man es da zu tun hat. Naja, spannend war noch, dass unter den Plakaten das Logo von der Firma Weil gedruckt war. Die machen so Außenwerbung in Deutschland, relativ bekannt. Da gab es auch Anfragen von Politikern, ich glaube von den Linken oder so, da haben sie mal was Sinnvolles gemacht, die wissen wollten, wie kann denn das sein, was hat denn die Firma damit zu schaffen. Weil hat sich sehr schnell davon distanziert, hat mitgeteilt, die sind schon seit 2 Jahren nicht mehr aktiv in der Türkei und das Logo ist dort offensichtlich widerrechtlich draufgedruckt. Die wollen da nun wohl auch irgendwie gegen klagen, dass das so nicht sein kann. Vielleicht kommt da mal Bewegung rein, es ist wohl auch nicht ganz klar, wer nun hinter dieser Kampagne steht, das kommt hoffentlich auch noch raus. Aber so viel zum Thema Türkei. Ich habe noch eher Themen, die hierzulande aktuell sind. Ich habe heute wieder Wortfindungsstörungen, bin auch schon lange unterwegs, muss ich dazu sagen. Denn am Sonntag wird in Thüringen gewählt. Dazu der Aufruf an euch alle, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht als Wahlbeobachter in die Wahllokale. Und das will ich jetzt gar nicht aus politischer Sicht nahelegen, sondern einfach darum, weil meiner Meinung nach jede Partei einen fairen Wahlkampf verdient hat. Jede Stimme hat verdammt nochmal gleich viel wert zu sein und es kann nicht sein, dass Stimmen von der einen Partei zum Haufen der anderen gezählt werden. Sollte eigentlich jedem einleuchten. Und in der Vergangenheit kam es häufiger zur Wahlmanipulation. Ich gehe davon aus, dass es in Thüringen auch wieder versucht wird. Denn die Wahlhelfer, ich will da jetzt keinen unter Generalverdacht stellen, überhaupt nicht. Ich bin froh, dass Leute das mehr oder weniger freiwillig machen, da stundenlang auszählen. Aber die Wahlhelfer sind nicht immer unbedingt unpolitisch. Und da kam es, wie gesagt, häufiger vor, zuletzt in Brandenburg, wenn ich mich nicht irre, dass der ein oder andere dann die Stimmen zugunsten seiner favorisierten Partei ausgezählt hat und das im Endeffekt durchaus mehrere 10.000 Stimmen sein könnten, die dann falsch ausgezählt werden, beziehungsweise die bei einer Partei weggenommen werden, ganz bewusst zur Manipulation und einer anderen zugerechnet werden. Oft passiert das von Seiten, ja, die Stimmen werden der AfD weggenommen und dann den Grünen oder den Linken zugeschrieben. Das waren wohl bisher die präsenten und bekannten Fälle. Es kann aber natürlich auch umgekehrt laufen, was mir jetzt neu wäre. Aber auch da geht es natürlich darum, Fairness muss für alle gelten. Fairer Wahlkampf muss für alle gelten. Und wer Wahlbeobachter ist, der soll dann auch bitte
allumfassend drauf schauen, dass überall richtig ausgezählt wird, nicht nur bei der eigenen Partei. Das ist man der Demokratie schuldig, würde ich meinen. Aber mir geht es eigentlich darum, dass ihr doch bitte in die Wahllokale gehen sollt, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es darf jeder, steht jedem frei, ist kostenlos logischerweise. Ihr könnt einfach nach Abschluss des Wahlgangs oder nach Schließung des Wahllokals hingehen, sagen, hey, ihr möchtet gerne als Wahlbeobachter fungieren, dann gucken die euch vielleicht ein bisschen böse an, weil sie es nicht gut finden, aber sie können es euch nicht verbieten. Und dann könnt ihr euch das wirklich vorzählen lassen, dann könnt ihr da schauen, zählen die richtig. Genauso kann ich euch nur nahelegen, wenn ihr in Thüringen wohnt, einen Kugelschreiber dabei zu haben, denn in der Vergangenheit kam es auch häufiger, oder na doch, man kann schon von häufiger reden, mir ist das auch schon passiert, vor, dass in Wahlkabinen nur Bleistifte lagen. Und dass da dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird, ist, denke ich, auch jedem klar. Also nehmt den Kugelschreiber mit. Tauscht das im Zweifelfall auch aus, wenn ihr da seid. Weist darauf hin, hey, Bleistift geht nicht, legt einen Kugelschreiber hin. Damit andere Leute entsprechend mit dem Kuli ihr Kreuz machen und dann nicht mit einem manipulierten Stift. Oder was heißt manipuliert? Mit einem Stift, der wegradiert und umgeswitcht werden kann im blödesten Fall. Und da kam gerade die Juna zu uns. Aber eigentlich will ich über was anderes Wahlkampfmäßiges mit euch reden, denn der Thüringer Wahlkampf, haben wir schon festgestellt, der spitzt sich immer weiter zu. Es wird mit immer härteren Bandagen gekämpft. Und nachdem es nun auch das ein oder andere Bedenkliche direkt aus der Landesregierung gab, denn Bodo Ramelow kann wohl theoretisch auch nach Abwahl noch im Amt bleiben. Es wurde zuerst vermeldet, dass er das wohl nicht will, weil das schadet ja der Partei und er selber weiß das natürlich, dass das parteischädigendes Verhalten wäre und er strebt das natürlich nicht an, dass er nach neuer Wahl noch als Ministerpräsident im Amt bleibt. Da gibt es eine Besonderheit in der thüringischen Verfassung, die es ihm erlaubt, bis zu einer Konstituierung einer neuen Regierung oder so war das, entsprechend Ministerpräsident zu bleiben, das Amt weiterhin zu begleiten. Das ist jetzt nicht unbedingt so ungewöhnlich. Das Besondere an der thüringischen Verfassung ist allerdings, dass das wohl zeitlich unbegrenzt funktioniert. Also theoretisch kann er auf relativ lange Sicht, auf lange Sicht noch weiterhin regieren. Nicht nur offiziell als Geschäftsführender, inoffiziell wohl ein bisschen anders, da will ich auch gleich noch was zu sagen. Obwohl er längst nicht mehr im Amt ist. Das heißt, auch wenn die Linken mit Pauken und Trompeten abgewählt werden, wenn die AfD stärkste Kraft wird, wenn die FDP stärkste Kraft werden sollte, wenn denen ein oder zwei Sitze zur absoluten Mehrheit fehlen, dann kann sich ein lieber Herr Ramelow, der seine eigene Regierungsbildung nicht hinbekommt aufgrund der Mehrheiten, im Amt halten, ganz legal, und weiterhin als Ministerpräsident agieren. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Wähler, ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Und zurück zum Thema, Bodo Ramelow weiß das und er will das nicht. Naja, offensichtlich nicht unbedingt, denn in einem Interview mit die Thüringische Allgemeine Zeitung, da hat er wohl gemeint, er wäre ja dann nach der Wahl nicht als geschäftsführender Ministerpräsident im Amt, sondern einfach, er bliebe einfach im Amt. So hat er es wohl ausgedrückt. Ja, das lässt auch relativ tief blicken, was das Demokratieverständnis angeht. Gut, ich kenne jetzt den genauen Kontext nicht, das muss ich ihm auch zugutehalten. Vielleicht hat er es ja ganz anders gemeint. Aber es klingt natürlich relativ eindeutig und zeigt, dass es da vielleicht ja fast schon in so eine Richtung Erbmonarchie gehen soll, jetzt ganz böse gesagt. Denn wenn ein Ministerpräsident für sich selber entscheidet, er möchte gerne im Amt bleiben, weil, naja, Regierungsbildung ist gerade schwierig, ich finde das irgendwie ganz gut im Amt und ich will weiter regieren, dann sollte man das doch ziemlich kritisch betrachten. Also finde zumindest ich. Naja, wir werden sehen, was der Sonntag bringt. Ich kann leider keine Live-Wahlberichterstattung mit euch machen, weil ich selber auf einem anderen Event unterwegs bin. Aber ich werde schauen, dass ich vor dem Event vielleicht kurz was dazu sage, wenn die erste Hochrechnung da ist. Den Rest kann ich dann leider erst später verfolgen, aber ich bin mir recht sicher, dass der ein oder andere YouTuber da eine Sondersendung zumacht. Also für Unterhaltung und für Information ist mit Sicherheit gesorgt. Aber aus Thüringen habe ich noch was anderes. Nicht zum schmutzigen Wahlkampf, sondern generell zum Wahlkampf von Gruppierungen, von Parteien, die man eher mit einer gewissen Skepsis betrachten sollte. Ihr habt es alle bestimmt schon mal gehört, es gibt eine Kleinstpartei, übrigens vom thüringischen Verfassungsschutz beobachtet, die sich MLPD nennt. Hey Katze! Die ganzen sind kommunistisch-maoistisch oder marxistisch, das weiß nicht, ob da so der große Unterschied nun vorhanden ist. Und sie streben, meine Katze räumt mir gerade den Schrank aus, sie streben eine kommunistische Gesellschaft, sie streben eine
Ach Gott, wie haben sie das denn formuliert? Ich kriege das gerade nicht mehr zusammen. Sie wollen eine kommunistische Gesellschaft ohne Klassen, also eine klassenlose Gesellschaft, und sie wollen die kapitalistische Ausbeutung überwinden. Klingt ja erstmal ganz romantisch, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Das Spannende daran ist, dass diese Partei wohl mit 30 Direktkandidaten antritt und in jedem noch so kleinen Kuhkaff wohl Plakate ohne Ende hängen. Die müssen plakatiert haben wie sonst was, es kostet natürlich auch entsprechend. Und hier kommt das tatsächlich sehr interessante, denn die Kleinstpartei, diese Zwergpartei, hat erstaunlich hohe Spendenaufkommen, wohl im sechsstelligen Bereich. Da fragt man sich ja, wer spendet denn da, wo kommt denn das Geld her, wie kann denn eine Kleinstsplitterpartei, die eigentlich keine politische Relevanz haben, wie können die denn auf so einem Vermögen sitzen? Laut eigener Aussage speist sich das wohl aus Mitgliedsbeiträgen und ausschließlich aus Spenden, sie kriegen wohl keine Fördergelder oder so, mag so sein oder auch nicht. Und sie haben wohl die Besonderheit, dass ihre Mitglieder ganz gerne ganz besonders viel spenden, weil sie an die gute Sache glauben. Und da war auch gleich ein Fallbeispiel genannt und da musste ich echt lachen, als ich es gehört habe. Denn es war von einem Bergmann die Rede, der wohl vor einem Jahr oder so 2,5 Millionen Euro gespendet hat aus einer Erbschaft. Ja, sein Vater war wohl bekannter Immobilienmakler, erfolgreicher Immobilienmakler und der erbende Sohn, der konnte mit den 2,5 Millionen jetzt nichts Besseres anfangen, als das der MLPD zu spenden, um die freiheitliche Gesellschaft zu überwinden und eine kommunistische Gesellschaft einzuführen, weil er meinte, das wäre eine gute Sache. So, bevor ich zu dem Thema Widerspruch an sich komme, will ich euch mal kurz fragen, wie viele Bergleute ihr kennt, die Millionäre zur Millionärseltern haben, die erfolgreiche Immobilienmakler oder was weiß ich nicht sind, die wiederum den Sprössling dann Millionen vererben, die dann in irgendwelche Parteispendenkassen fließen können. Also es ist irgendwie absurd, oder? Ich meine, na klar, kann alles sein, ausschließen will ich es nicht, aber wie wahrscheinlich, verdammt nochmal, ist es, dass der Sohn aus einer Millionärsfamilie Bergmann wird? Würde ich schon mal in Anführungszeichen setzen. Also klar, ich will jetzt da keinen Berufsstand herabwürdigen, aber es ist verdammt nochmal eher unwahrscheinlich, wenn man aus so einer sehr gut situierten Familie kommt, dass man dann so eine körperlich anstrengende, harte Arbeit sich selbst aussucht, dass man da so körperlich anstrengenden, harten Arbeit nachgeht. Da kenne ich persönlich eher weniger Beispiele. Wie gesagt, soll sich jetzt keiner irgendwie herabgewürdigt fühlen. Es ist absolut bewundernswert, wer freiwillig in die Bergarbeit geht. Ich würde es nicht machen, kann ich ganz ehrlich sagen. Für mich wäre es nichts. Ich finde es aber klasse, wenn man sich dafür entscheidet und das vielleicht sogar gerne macht. Na klar. Aber es ist, wie gesagt, eher unwahrscheinlich, dass jemand, der millionenschwere Eltern hat, sich zu so einem Schritt entscheidet. Nicht ausgeschlossen, klar. Aber gleich noch unwahrscheinlicher wird es, wenn man dieses Geld, was man dann geerbt hat, auch noch der kommunistischen Partei zur Verfügung stellt. Übrigens Gelder, die kapitalistisch erwirtschaftet wurden, also Immobilienmakler und so, die sind offensichtlich, da ist sich die kommunistische Partei dann nicht zu fein, diese Gelder anzunehmen. Also kapitalistische Finanzmittel oder aus Kapital Erträgen mutmaßlich, war vielleicht auch noch ein bisschen Börsenhandel oder so mit da. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Geld, das mittels Kapitalismus erwirtschaftet wurde, zur eigenen Parteifinanzierung zu verwenden, ist natürlich gar kein Problem, gar kein Widerspruch zum Thema klassenlose Gesellschaft und so. Aber jetzt noch die schöne Doppelmoral zum Ende, denn eigentlich ist alleine schon der Wahlkampf dieser Partei absurd ohne Ende. Also es führt sich selbst ad absurdum. Denn man möchte eine klassenlose Gesellschaft, kandidiert aber selber für ein Parlament. Man selber erhebt sich in den Stand einer Politikerriege oder möchte das gern, möchte mit mehreren tausend Euro pro Monat entlohnt werden als Mandatsträger, will aber, dass alle anderen gefälligst klassenlos und ohne Kapitalismus zu leben haben. Moment. Also ihr wollt Kapital haben von Leuten, die dafür arbeiten gehen sollen. Die sollen das aber auf kommunistischer Basis machen, ohne selber was davon zu haben, sondern nur noch um euch zu finanzieren. Die kapitalistische Ausbeutung will man überwinden und gegen eine kommunistische Ausbeutung, also moderne Sklavenarbeit, einzutauschen. Ja, ganz so modern ist es ja gar nicht, gegen Sklavenarbeit in Reinform will ich es mal nennen. Aber das ganze Prinzip, jetzt wenn man es mal ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet, das hinkt ja nun schon von vornherein. Abgesehen davon, dass es absolut absurd ist, sich selber als Politiker-Elite verkaufen zu wollen und Mandatsträger
spielen zu wollen, um da irgendwie die kommunistische Gesellschaft durchzudrücken. Abgesehen davon ist dieses klassenlose Gedöns völliger Unfug, denn es gibt in der gesamten Natur keinen einzigen Fall, wo das existiert. Es gibt in der Tierwelt keinen Fall, wo eine klassenlose Gesellschaft existiert. Man könnte jetzt herum argumentieren, von wegen, bei den Tieren gibt es doch auch, sind alle gleichberechtigt. Nein, sind sie nicht. Bei Herdentieren ist es generell so, da gibt es ein Leittier, da gibt es diverse Hierarchien, die sind entsprechend mittels Rangkämpfen meist aufgeteilt. Da ist eine ganz klare Struktur vorhanden, wer nun zuerst fressen darf und dann und so weiter. Klar, die haben jetzt kein Geld, aber die haben das durchaus durchstrukturiert. Bei den Ameisen ist es ganz krass. Die haben Ameisenkönige, da gibt es dann irgendwie das Ameisenfußvolk. Wer am Floß ganz unten ist, der kratzt halt ab, das ist das Fußvolk. Ist wahrscheinlich ein Paradebeispiel für den Kommunismus, ist es jetzt so nicht, weil es ist ja keine klassenlose Gesellschaft. Aber wenn man es nicht mal im Tierreich findet, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, dass man das auf Menschen projizieren kann? Denn Menschen sind erst recht keine Vorreiter des Kommunismus. Im Gegenteil, es liegt nicht in der menschlichen Natur, irgendwo klassenlos, jeder genau gleich wie der andere, irgendwo vor sich hin zu vegetieren. Das funktioniert nicht. In der menschlichen Natur liegt irgendwo das Bedürfnis nach Macht, so blöd das jetzt auch klingt. Es gibt immer Leute, die sich dazu aufschwingen wollen, über andere zu bestimmen. Sieht man im Wahlkampf. Also sind die Linken ja meistens ganz schnell mit dabei. Die fordern, dass klassenlos doch so toll ist, das sind in der Regel die für Klassen oder die Klassenherrschaft in Reinform ausleben. Denn da kommt dann ganz schnell die Gesinnungsdiktatur. Sie selber stellen sich aufs moralische Podest und sagen, wer denn nun wo sprechen darf, wer was äußern darf, welche Meinung legitim ist. Genau das ist Macht. Genau das steht eigentlich einer klassenlosen, gleichberechtigten Gesellschaft entgegen. Also sollte man mal in den eigenen Reihen fischen, wenn man da, oder in den eigenen Reihen aufräumen, das passt besser. Aber vor dem Hintergrund, dass es wie gesagt in der Natur in keinem einzigen Fall existiert, in keinem einzigen Fall je funktioniert hat, ist es doch irgendwie sehr sportlich, das auch noch zum 20. und 30. und 100. Mal zu propagieren. Aber es ist möglicherweise eine sinnvolle Methode, um ein bisschen Gelder zu bekommen. Denn wenn man über die 5%-Hürde gesprungen ist, dann hat man seine Schäfchen erstmal im Trockenen, so als kommunistischer Abgeordneter. Ja, diverse Machtambitionen sind damit sicher auch vorhanden, habe ich ja gerade schon erwähnt. Aber das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich finde es so ziemlich traurig, dass solche Strömungen, solche extremistisch eingestuften, vom Verfassungsschutz beobachteten Strömungen tatsächlich die Chance haben, überhaupt über 5% zu kommen. Also Leute, in was für einer Welt sind wir mittlerweile angekommen? Da sind offene extremistisch agierende Leute, gut, ich will das jetzt der Partei nicht vorwerfen, aber man kennt diese Kräfte, ja, um es mal so vorsichtig auszudrücken, Thema Hamburg und Thema, war das nicht auch in Hamburg, der G20-Gipfel, nicht nur Uni Hamburg, sondern auch G20-Gipfel, dass es da von kommunistischer Seite in der Regel nicht ganz so friedlich abläuft. Naja, sowas wird anscheinend im Jahr 2019 gewählt, sowas kann seine Plakate pflastern, ohne dass sie irgendwie massivst abgerissen und beschädigt werden. Wenn die AfD plakatiert, dann kommen sofort die Antifaschisten angesprungen und begehen Sachbeschädigungen ohne Ende. Aber bei so einer Partei, die offen kommunistisch agiert, die offen für die Abschaffung der Demokratie plädiert, so haben wir es. Da ist es offensichtlich gar kein Problem, wenn man da ein Auge zudrückt. Da wird nichts beschädigt, da wird niemand persönlich bedroht, da wird kein Politiker angegriffen. Es ist wahrscheinlich der Bruder oder die Schwester im Geiste dann. Kommunismus und so ist ja eh geil. Ja, Stalin war so ein großer Menschenfreund. Naja, ihr wisst alle, worüber ich rede. Ja, kennt das, wir haben das schon 100 Mal durchgesprochen. Das soll es für heute auch gewesen sein. Es ging wieder viel zu lang. Ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen restlichen. Es ist noch Donnerstagabend. Ich mache mir jetzt ein Steak und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.